Zu mächtig, zu ehrgeizig, zu extravagant lebt und herrscht Caesar. Das Maß ist voll. Die Republikaner wollen keinen König und schon gar keinen, der mit einer orientalischen Prinzessin anbandelt. Caesars Tod bedeutet für Kleopatra ihr Ende im Westen, ihr Ende in Italien. Bei Nacht und Nebel ist sie auf die Schiffe gegangen und nach Hause gefahren. Und sie konnte sich dann natürlich nicht mehr halten, weil sie genau wusste, dass sie einen sehr zweifelhaften Ruf genoss in der römischen Oberschicht und ohne die Protektion Caesars keine Chance in Italien hatte. Von Rom aus reist Kleopatra über See zurück in ihre Heimat. Ein schmählicher Abschied, fast eine panische Flucht. Ihre Träume sind über Nacht dahin. Alexandria, der sichere Hafen. Noch. Aber wie lange können die alten Götter das Reich beschützen? Werden die Römer nicht bald wieder nach den Schätzen Ägyptens greifen? Wird ein neuer Weltenherrscher nicht alles, was in 3000 Jahren heranreifte, für Rom ernten wollen? Kleopatra macht sich keine Illusionen. Sie weiß, zu kostbar ist die Frucht, die sie zu bewahren sucht. Alles wie gehabt. Kleopatra wiederholt ihr Machtspiel mit dem neuen starken Mann, Antonius. Jetzt versucht sie, ihn einzuspinnen in den orientalischen Traum. Ihre schönste Perle soll sie in einem Becher Wein aufgelöst haben, so erzählt die Legende. Demonstration ihres unermesslichen Reichtums. Ägypten hat aber nicht nur überbordenden Luxus zu bieten, sondern es verheißt dem neuen römischen Machthaber auch alle Geheimnisse aus längst vergangener Zeit. Antonius verfällt, mehr noch als Caesar, der Magie einer Tradition, die weit über alles Menschengedenken hinausweist. Die rätselhaften Göttergestalten. Er hat ihre Bedeutung sicher überhaupt nicht verstanden, aber sie werden mit ihrem Zauber den scharfen Blick des Politikers getrübt haben. Doch reicht es aus, einen römischen Spitzenpolitiker mit Luxus und Liebe blind zu machen? Werden die Römer Alexandria nicht gerade deswegen als gefährliche Konkurrenz empfinden? Welche politischen Mittel gibt es noch, um römische Begehrlichkeiten von Ägypten fernzuhalten? Alexandria, ihre Stadt, die Stadt ihrer Vorfahren, ein sicherer Ort, alles eine Frage der Zeit. Kleopatra weiß, schon bald wird Rom wieder nach Ägypten greifen. Zu kostbar ist ihr Reich, zu begehrenswert seine Besitztümer. Was also tun? Wie Ägypten erhalten? Jedes Mittel wäre recht. Auch ein Krieg. Schon einmal vor 1000 Jahren hat der Pharao auf dieses politische Mittel gesetzt. In der Tempelinschrift nennen sie ihn den Liebling der Götter, Ramses II. Im Jahr 1279 vor Christus wird er Herrscher über Ägypten. Ein gutes Jahrtausend bevor Kleopatra geboren wurde, macht er die politische Erfahrung von Krieg und Frieden. Die Welt des Ramses war freilich ganz anders als die, in die Kleopatra hineingeboren wurde. Und auch anders als die, in der seine Vorfahren, die großen Pharaonen, lebten. Sein Herrschaftszentrum hieß nicht mehr Theben oder Memphis, sondern Pyramesse. Wissenschaftler aus Deutschland untersuchen das Gelände der alten Königsstadt archäologisch, das Dr. Helmut Becker mit dem Cäsium-Magnetometer sozusagen unterirdisch durchleuchten kann. Ohne auch nur einen einzigen Spatenstich getan zu haben, kann der Spezialist die Grundmauern der alten Hauptstadt bis in 5 Meter Tiefe ausmachen. Die besondere Auffälligkeit? Befestigungen eines riesigen Heerlagers. Warum dieser militärische Aufwand? Schon Jahre bevor Ramses den Thron besteigt, hatte sich die geopolitische Lage Ägyptens nachhaltig verändert. Nubier und Libyer,
entwickelten sich zu ernstzunehmenden Gegnern. Mit der von Wüsten und Meer geschützten Insellage war es nun vorbei. Und im Osten etablierte sich ein starkes assyrisches Großreich, dessen bewaffneter Arm sich, genau wie der der Hethiter, in Richtung Ägypten ausstrecken konnte. Zusätzlich bedrohten Seevölker die Handelswege auf dem Mittelmeer. Die ägyptische Welt war unsicher geworden. Ägypten macht mit beim internationalen Wettrüsten. Neue technische Entwicklungen revolutionieren die traditionelle Kriegsführung. Die Einführung des Streitwagens macht den Krieg schnell und erlaubt es, weite Distanzen zu überbrücken. Mit dieser Technik fühlt sich der junge Ramses stark genug, die feindlichen Hethiter offensiv anzugreifen. Er weiß, ein Krieg bündelt alle nationalen Energien. Und sein Volk verlangt geradezu den nationalen Schulterschluss. Von seinem Heerlager Piramesse aus macht er sich auf, dem Feind entgegen. Bei Gaza teilt er seine Armee, um in dem kargen Land die Versorgung sicherzustellen. Ein taktischer Fehler, wie sich später erweisen wird. Noch bevor die Truppenteile wieder vereinigt sind, kommt es bei Kadesh zur Schlacht. Die Hethiter haben Aufstellung genommen, im Schatten der Festung von Kadesh. Der Generalstab des Ramses rückt ungedeckt vor. Erst später soll ein großer Armeeteil folgen. Ein Fehler, den sich die Hethiter blitzschnell zunutze machen. Nachdem sie den führerlosen Armeeteil aufgerieben haben, stürzen sie sich auf Ramses selbst. Für den König ein fast aussichtsloser Kampf, dem erst der herbeieilende zweite Armeetross noch einmal eine Wendung gibt. Das Leben ihres Pharao können die Ägypter nur mit Mühe und Not retten. Für Ramses II. Muss es in seiner Jugend eine ganz tiefe, traumatische Erfahrung gewesen sein, in der Schlacht von Kadesh nahezu eine Niederlage erlitten zu haben. Die Einsicht in die Unmöglichkeit einer militärpolitischen Lösung aller Probleme seiner Zeit hat Ramses II. Dazu geführt, den langen Weg zum Frieden zu beschreiten. Der lange Weg zum Frieden. Und die alte Erkenntnis, dass Ägypten mehr von seinem Frieden profitiert als vom Krieg. Der deutsche Archäologe Dr. Edgar Pusch hat auf dem Grabungsfeld von Piramesse den Beweis für diese kluge Einsicht des jungen Pharao gefunden. Nach der Schlacht bei Kadesh im 5. Regierungsjahr Ramses II. Wurde zwischen ihm und Ratchaschili III. Ein Friedensvertrag geschlossen in seinem 21. Regierungsjahr. Wechselseitiger Nicht-Angriffspakt, wechselseitiger Beistandspakt. Ramses II. Und Ratchaschili III. Standen jedenfalls in bester Beziehung zueinander. Und der endgültige Schluss und Friedensschluss wurde dann vollzogen durch die diplomatische Heirat zwischen der ältesten Tochter Ratchaschili III. Und Ramses II. Der Friedensvertrag. Er war für die Einheit des Landes mehr wert als alle Streitwagen und alle militärische Aufrüstung. Hat sich Kleopatra 1200 Jahre später daran erinnert? Auch sie will das Reich bewahren, mit friedlichen Mitteln. Ihre Umgarnungspolitik zähmt Antonius und rettet die Souveränität Ägyptens. Aber beide haben die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Und der heißt Octavian. Er ist der neue Hoffnungsträger der Römer, die Antonius und seine orientalischen Leidenschaft immer mehr misstrauen. Orient gegen Okzident. Ein schwelender Konflikt, der sich zum politischen Flächenbrand ausweiten wird. Showdown auf halbem Weg zwischen beiden Mächten, auf dem griechischen Meer, vor Actium. Im Norden das Lager Octavians, der die rasche Entscheidung sucht. Im Süden die weit überlegene Truppe des Antonius, aber dessen Lagerplatz ist taktisch schlecht gewählt. Bis heute hat sich hier kaum etwas verändert. An diesem sumpfigen Uferstreifen ließ Antonius seine 100.000 Legionäre rasten. Ein Brutplatz für Fieber, Mücken und Malaria. Mit 500 Schiffen, 60 davon unter dem persönlichen Kommando Kleopatras, wähnt sich Antonius in der Bucht von Actium unbesiegbar. Ein verhängnisvoller Trugschluss, wie die Historiker heute wissen. Ob im azurblauen Meer noch etwas zu finden ist? Längst haben Strömung und Schlamm alle Spuren der gigantischen Seeschlacht verwischt. Aber dies ist der Ort, wo am 2. September 31 v. Chr.
Hunderte von Kriegsschiffen versanken. Antonius ist militärisch überlegen, aber die Sterne stehen nicht günstig für ihn. Nur gut 200 solcher Kriegsschiffe können auslaufen. Die Hälfte seiner Seeleute ist erkrankt. Die Computeranimation rekonstruiert den verhängnisvollen Schlachtverlauf. Links der Sperrriegel Octavians, davor die geschwächte Flotte des Antonius. Kleopatra hält sich mit ihren Schiffen zurück. Warum? Es gibt bis heute keine Erklärung dafür. Auch nicht für das, was dann geschieht. Kleopatra setzt sich ab, kampflos. Antonius macht das Fiasko komplett. Er folgt liebesblind seiner ägyptischen Göttin. In dem Augenblick, wo der Feldherr was sagt, dann nützt die ganze Tapferkeit der Soldaten nichts mehr. Und in diesem Falle ist es tatsächlich so gewesen, dass Marcus Antonius zu früh die Waffen gestreckt hat. Jetzt ist Alexandria kein rettender Hafen mehr. Die Legionen Octavians werden kommen. Sie werden die Stadt besetzen. Sie werden in den Palast der Kleopatra eindringen. Sie werden die Königin finden, nicht aber Antonius, der sich zuvor in sein Schwert gestürzt hat. Kleopatra ist jetzt allein. Am Ende? Sie ist als Frau geliebt worden, man hat das genossen, was sie geboten hat. Aber man hat sich doch primär als Römer gesehen, der dieses Land, das man annektiert hat, eben für sich persönlich, für seinen eigenen Vorteil ausnutzen konnte. Und dadurch hatte, meine ich, Kleopatra keine Chance. Die letzte Pharaonin. Was bleibt ihr noch? Ihr Versuch, ein drittes Mal einen römischen Feldherrn zu verführen, scheitert hoffnungslos. Und jetzt? Als Kriegsbeute im Triumphzug durch Rom geschleift und dann in römischen Kerkern verschmachten? Kleopatra entscheidet sich anders. Für den Weg in das Reich ihrer Vorfahren. In das der toten Pharaonen. Kleopatras Tod besiegelt das Schicksal des Ägyptischen Reiches. Die Ironie der Geschichte, nicht weil sie eine so schlechte Politikerin ist, scheitert Kleopatra auf der ganzen Linie, sondern im Gegenteil, weil sie um Haaresbreite so erfolgreich gewesen wäre. Octavian hat das gefährliche Potenzial der Königin erkannt und das des Landes. Dieser Reichtum und diese Tradition in falschen Händen, für Rom wäre das fatal. Das Land muss unterworfen werden. All seine Macht verlieren, muss römische Provinz werden. Den Reichtum des Landes schenkt der römische Kaiser dem römischen Volk. Octavian heißt der neue Weltenherrscher. Und zu seinem Imperium gehört jetzt auch Ägypten. Die Ära, die nun anbricht, haben die Römer das goldene Zeitalter genannt. Zum sichtbaren Zeichen für alle Welt, dass Ägypten Rom gehört, lässt Octavian den Obelisken aus dem Sonnenheiligtum von Heliopolis herbeischaffen. Auf dem Marsfeld schmückt der Himmelszeiger nun die Hauptstadt als weit sichtbares Beutestück und dient ganz praktisch als Sonnenuhr. Aber mehr noch, die goldene Kugel, die einst die Strahlen der ägyptischen Sonne einfing, leuchtet jetzt.